So, ihr Lieben, heute probiere ich mal ein Gespräch, ein Kamingespräch mit Gerd Ujan. Gerd Ujan ist bei mir zu Gast seit einigen Tagen und er hat eine ganz besondere Hose mitgebracht. Seine Hose, die er seit über 25 Jahren fertigt. Hallo Gerd, grüß dich. Hallo Christian. Schön, dass du bei mir zu Gast bist. Ich bedanke mich. Ich habe, als ich die Hose das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, ist die süß. Und wenn ich auf deine Webseite gehe und lese im Gästebuch, kriege ich fast Tränen in den Augen. Wie viele Menschen diese Hose ihren Kindern geschenkt haben, damit aufgewachsen sind. Was ist das Besondere an der Hose? Ich bin auch zu Tränen gerührt, immer wieder, wenn ich solche Gästebucheinträge sehe und freue mich natürlich auch. Das Besondere an der Hose, das gibt ganz viele Sachen, die besonders sind an der Hose. Einige Dinge sind sowas, was man ja Alleinstellungsmerkmale nennt. Ich fange mal an der Reihe nach. Erstmal das Material. Das ist ein pflanzlich gegerbtes Hirschnapperleder. Also vegetabil, ohne Chrom, ohne Schwermetalle, auch azofarbstofffrei gefärbt. Viele Leute denken, naja gut, Leder ist ja braun. Das stimmt aber nicht. In der Regel ist Leder weiß. Und wenn man es dann benutzt, wird es grau und grau-schwarz. Darum muss man es schon färben, ehe man das verarbeitet zum Kleidungsstück. Also, pflanzlich gegerbtes Hirschnapperleder. Das Besondere daran, das erste Alleinstellungsmerkmal ist, dass diese Hose in der Waschmaschine waschbar ist. Kann man ja normalerweise nicht mit Leder machen, dann läuft es ein oder wird hart und ist nicht mehr als Bekleidungsmaterial zu nutzen. Also Nummer 1, Ökoleder, kompostierbar, maschinenwaschbar. Im 30 Grad Wollwaschgang in der Waschmaschine. So, wir haben hier eine lange Hose, also nicht eine Knickerbocker oder eine kurze bayerische Lederhose, sondern eine ganz schlichte, bequem geschnittene lange Hose. Und das Besondere, und das ist auch das, was der Hose den Namen gibt, die heißt nämlich die mitwachsende Öko-Kinderlederhose, das ist, dass die Hose über Jahre getragen werden kann und aufgrund verschiedener Möglichkeiten, die zu verstellen, tatsächlich wirklich mitwächst. Und mitwachsen heißt ja nicht, das ist eine zu große Hose und irgendwann passt sie und dann ist sie wieder zu klein, sondern dass die Beinlänge, die Bundweite und die Schrittlänge sich den jeweiligen Proportionsveränderungen ja, enorm rasanten Wachstum des Kindes anpassen kann. Und das zeige ich jetzt mal kurz. Das sind übrigens alles keine Zaubereien, sondern relativ schlichte Dinge, die in der Praxis gut funktionieren. Nummer 1, die Beine sind überlang. Da das Leder so schmiegsam ist, kann man das bis zu zweimal krempeln, ohne dass das vom Kind als Behinderung erfahren wird. Gleichwohl kann man die natürlich sukzessive rauslassen. Man sieht schon, das Bein wird länger und es wird noch länger. Das ungefähr ist die Möglichkeit, die Beinlänge zu verändern. So, dann wächst das Kind ja oder der Mensch, der junge Mensch wächst ja nicht nur, was die Länge der Extremitäten angeht, sondern es wird ja auch breiter. Das heißt, da haben wir hier einen Buntgummi, der ist hier eingezogen, hier sieht man den. Ich habe den erstmal nur provisorisch festgesteckt. Wenn der Kunde die Hose bekommt oder die Kundin, die Eltern, dann nähen die an der entsprechenden Stelle fest und stecken den Überstand mit in den Tunnel, der hier offen ist, mit rein, sodass der dann verschwindet und nicht aufträgt. Hier kommt er dann rein, einmal links, einmal rechts. Also, man kann den Gummi natürlich in der Weite verstellen. Also, wenn das Kind erstmals die Hose anzieht, ist es so ein bisschen enger und dann wird er immer weiter. Das ganz Besondere allerdings, was wirklich ich noch nie bei irgendeiner anderen Hose gesehen habe, vom Schnitt her, ist eine ganz simple Erfindung, nämlich, man sieht das schon hier an diesen Nähten, dass hier wir zwei Tunnel haben für den Buntgummi. Das heißt, oberhalb dem unteren, wo jetzt der Gummi drin sitzt, ist noch einer. Hier ist übrigens die Öffnung. Das heißt, da die Rumpflänge des Kindes ja auch wächst im Laufe der Jahre, nützt es nichts, wenn ich zum Beispiel die Hose so habe, quasi so im Schritt und dann wächst der Schritt und dann zieht die Hose nach unten und passt nicht mehr. Und andererseits, wenn das Kind noch klein ist und da, wo die Hose am Bund hält, das unter den Achseln klemmt, es ist auch total unbequem, beziehungsweise wenn beim kleinen Kind die Hose so weit unten ist, dass es die Beine nicht mehr spreizen kann, weil der Schritt zu weit unten hängt, funktioniert auch nicht. Also, anfangs ist der Gummi in der unteren Abteilung. Und wenn man merkt, das wird hier langsam ein bisschen eng, weil das nicht mehr reicht, dann wird der Gummi rausgezogen und mit einer größeren Sicherheitsnadel oben eingeführt, sodass es eben
die Hose dann auch in dem Bereich der Schrittlänge gewachsen ist. Also, Beinlänge, Bundweite und Schrittlänge lassen sich anpassen. Das kleine Kind, das ist übrigens gar nicht die kleinste Größe, die beginnt bei Körpergröße 74, also dreiviertel Jahr, ein Jahr, wenn das Kind schon aus dem Kinderwagen oder aus der Wiege oder aus dem Tragetuch raus ist und auf dem Boden krabbelt, wird schon die Größe 1 angezogen ab 74 und dann trägt das Kind die idealerweise mit den Hosenträgern, die man auch, Achtung, mit Hilfe dieser Längenversteller enorm verstellen kann. Also auch der Oberkörper darf mitwachsen, wie wir sehen. Wenn das Kind nicht mehr mit den Hosenträgern rumlaufen will, weil es im Kindergarten die Kinder an den Hosenträgern ziehen oder wenn es so unpraktisch ist im Winter, wenn man einen Pulli drunter hat und will aufs Klo und dann muss man die irgendwie zur Seite tun, dann werden die einfach abgeklippt, hinten rausgezogen und dafür gibt es dann alternativ oder für später einen Gürtel. Den kann man dann einziehen. Das mache ich mal eben. In die rundumlaufenden 5 Gürtelschlaufen. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Und den letzten Nummer 5. Dieser Gürtel wird dann geschlossen mit dem Clip. Das ist derselbe Clip, der auch an den Hosenträgern dran ist. Und den kann man jetzt, da, je nachdem wie man diesen Überschlag befestigt, stufenlos in der Weite auch variieren. So, jetzt haben wir auf einmal keine Baby-Latz-Bundhose mehr, sondern eine richtige, waschechte Buchs. Lange Hose. Auch wenn das so sein sollte und der Schritt ist noch kurz genug hier unten eingezogen und die Gürtelschlaufen sind in der Mitte abgesteppt. Das heißt, später kann auch der Gürtel weiter oben angebracht werden. Also dieses, wovon wir sprachen, dass die Hose immer an der richtigen Stelle am Kind auch sitzt, nicht zu weit unten hängt oder zu weit oben ist, das kann man mit dem Gürtel genauso praktizieren. Es gibt sogar auch Kinder, die kriegen die Hose später, die kriegen dann gar keinen Hosenträger. Ne? Dann werden die gar nicht mitgeliefert von mir. Ne? Die haben direkt so eine Hose und fangen hier an und später wird der Gürtel nach oben gesetzt. Also auch da wieder Beinlänge, Bundweite und Schrittlänge kann mitwachsen. Ich glaube, das ist das Besondere. Das heißt, die Hose wird jahrelang getragen. 4 Konfektionsgrößen wächst die Hose mit. Das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Zum Beispiel 92, 98, 104, 110. Also von 92 bis 110 wächst die mit. Es gibt noch die Option, wenn die Hose im Schritt noch passt, aber die Beine zu kurz werden, dass ich die verlängere von der Beinlänge. Das heißt also noch länger als 4 Konfektionsgrößen, vielleicht 5 oder 6 Konfektionsgrößen. Und was heißt das konkret? Das heißt konkret, dass ein Kind eigentlich in 2 Hosen die gesamte Kindheit durchlaufen kann, bis es ein Jugendlicher ist und dann die Hose nicht mehr trägt. Theoretisch, das heißt, man nutzt die extrem, die Hose. Nummer 1 und Nummer 2, das funktioniert ja nur nicht, wenn die Eltern das Kind in die Hose prügeln, sondern wenn von sich aus das Kind diese Hose anziehen will. Und das funktioniert, das sind die Rückmeldungen meiner Kunden, dass die Kinder die Hose, selbst wenn sie zu klein ist, möchten sie eigentlich nicht abgeben. Große Freude auf allen Seiten. Schön. Wie ist es eigentlich jetzt für jemanden, der in Konfektionsgrößen gar nicht so firm ist? Über wie viele Jahre reden wir denn da? Das hängt natürlich von der Einstiegsgröße ab. Ein kleines Kind wächst natürlich extrem, das heißt extrem schnell. Das heißt, die kleinste Größe zum Beispiel wächst vielleicht 3 Jahre ungefähr mit. Das sagt einem aber nur etwas, wenn man selber Kinder hat und weiß, was das bedeutet. Ein Kind, das krabbelt bis zum Alter meinetwegen von 2,5 Jahren oder 3 Jahren, wie viele Hosen das normalerweise in der Zeit verbraucht. Ne? So, weil, wenn man sonst sagt, naja, 3 Jahre, okay, was ist das schon? Aber vom Kleinkind zum schon kleineren Kind hier, das ist natürlich schon enorm schnell geht das normalerweise. Und bei den größeren Hosen und den größeren Größen, halten die natürlich noch länger. Also ein Kind, das zum Beispiel mit 3 Jahren das erste Mal eine Hose anzieht, die Größe 2 kriegt, wie diese hier zum Beispiel, da hält die Hose vielleicht 4 Jahre. Und wenn man die Beine verlängert, 5 Jahre oder 6 Jahre. Das, was du hier siehst übrigens, habe ich vergessen zu sagen, das ist zum Beispiel eine Gesäßaufdopplung, Gesäßverstärkung. Auf der Vorderseite das Pendant bei den Knien.
Das heißt, ich habe mich nicht dafür entschieden, die Hose insgesamt aus einem doppelt so dicken Leder zu fertigen, weil sie sonst zu schwer wird und zu sperrig, sondern wirklich nur die am stärksten belasteten Partien, das ist nun mal die Knie, sind die Knie und auch der Popo beim Rutschen im Wald, beim Klettern und so weiter und so fort. Die sind aufgedoppelt, damit es nicht so schnell kaputt geht, und das hat auch den Vorteil, wenn man die, so wie hier bei der Hose, sich im Vorhinein von mir anbringen lässt, wenn da wirklich mal was dran ist oder wenn die Hose nach dem einen Kind rausgewachsen ist, ans nächste Kind vererbt werden soll oder verkauft werden soll, dann kann man diese Hosen, diese Partien, kann ich die abtrennen und kann neue drauf tun. Weil das ist das, wo man dann wirklich den Verschleiß bemerkt. Also hier oben zum Beispiel bei den Taschen oder hier oben wird man über die Jahre nicht wirklich einen Verschleiß bemerken. Aber das sind die Stellen. Und wenn ich die dann erneuere, ist die Hose quasi wie neu. Ja? Sodass die Hose dann vererbt wird und dann nicht nur einmal 3, 4, 5 Jahre hält, sondern nochmal. Ja? Ja. Als wir das erste Mal darüber gesprochen haben oder gar das zweite Mal, da habe ich von einem Mythos erfahren. Ein Kind, das in dieser Hose gefallen ist. Wie war das? Also eines Tages rief mich eine Kundin an, die war ein bisschen aufgeregt. Merkte schon am Telefon, dass da wohl irgendwas passiert sein muss. Und dann habe ich nachgefragt. Das war eine Kundin, die hatte, weiß ich nicht mehr, ist schon länger her, vor 1, 2 Jahren, bevor ich dieses Telefonat stattfand, eine Hose bei mir bestellt für ihr Kind. Und dann fragte ich, was denn los? Und dann sagte sie, Herr Ojan, das muss ich Ihnen berichten. Das ist unglaublich. Das Kind ist nämlich aus dem Fenster gefallen, aus dem dritten Stock. Es hat am Fenster gespielt und ist rausgefallen, auf die Wiese vor dem Haus. Die Mutter war natürlich völlig aufgelöst, wobei das schon ein paar Tage nach diesem Unfall war. Und 2 Dinge hat sie mir berichtet, die schon wirklich außergewöhnlich sind und vielleicht sogar die letztere noch mehr als die erstere. Das Kind ist aus dem Fenster gefallen und hatte meine Hose an, wohlgemerkt, bei diesem Sturz. Und dem Kind ist nichts passiert, es hat sich nicht verletzt. Das ist natürlich die wichtigste Nachricht, die ich bekommen habe, die mich halt dann auch hat aufatmen lassen. Und gleichzeitig war ja noch gar nicht klar, ob es da vielleicht eine Verletzung gibt oder nicht. Und dann wurde ja irgendwie der Notarzt gerufen. Ich glaube, die Feuerwehr kam ja auch. Und dann haben die ein Hosenbein von vorne bis unten hat die Polizei aufgeschnitten, weil die vermuteten, dass da irgendwie eine Verletzung war. Also wirklich komplett hier vom Bund, einmal mit der Schere bis ganz unten haben die Hose komplett auf der einen Seite aufgetrennt, um das dann zu öffnen und zu gucken, ob das Kind sich irgendwie verletzt hatte, weil es da wahrscheinlich irgendwelche Beschwerden hatte. Ja, und dann erst ging das Geschrei los von dem Kind, weil die schöne Hose zerschnitten war. Das heißt also, diese Aufregung von dem Sturz oder was auch immer, der Schock, der war sofort zur Seite gewischt, weil das Kind so traurig und so entsetzt und so schockiert war, dass die schöne Hose aufgeschnitten war. Ich lache jetzt drüber, es ist ja nicht lustig, aber es ist schon einprägsam. Und dann sagte die Frau, bitte Herr Ujan, können Sie bitte Standepedis, ich schicke Ihnen die Hose, können Sie die bitte schnell reparieren, weil das Kind war todunglücklich. Und das sind so Anekdoten, die ab und zu mal passieren. Also sowas passiert Gott sei Dank nicht so oft, aber das fand ich schon bemerkenswert. Und das zeigt eben auch, dass die Kinder, dass das dann nicht so ein... Also die Kinder verwachsen mit der Hose. In dem Sinne, dass es ihr Zuhause ist, in dem sie sich sowohl geschützt fühlen, gleichzeitig nicht behindert. Also die machen ja alles damit. Die klettern, springen, hüpfen und rutschen und drinnen wie draußen. Das ist ja ein ganzjährig zu tragendes Kleidungsstück für drinnen und draußen. Man kann natürlich, wenn es ganz kalt ist, eine lange Unterwäsche oder idealerweise Wollwäsche drunter tragen, aber die wird im Sommer auch gekrempelt getragen. Das heißt, sobald das Kind eine Hose braucht, eine lange Hose und nicht bei 30 Grad nur mit einem kleinen kurzen Bützchen rumläuft, sondern nur einfach eine Hose anziehen würde, eine Jeans oder sowas, sofort wird diese Hose getragen. Das heißt, wir haben den zweifachen Vorteil, nicht nur, dass sie jahrelang mitwächst, dass sie reparierfähig ist. Das ist übrigens auch noch eine Qualität, die man heute kaum noch hat. Man kauft was Tolles, solange es funktioniert, wunderbar. Aber wenn es kaputt ist, dann muss man es wegschmeißen. Nein, das ist über Jahre natürlich reparierfähig. Sondern auch, dass es übers Jahr gesehen von den 365 Tagen bis zu
über 300 Tagen auch getragen wird. Weil was nützt es, wenn ich sage, oh, mein Kind hat die Hose 5 Jahre angehabt, aber im Jahr hat es vielleicht nur 20 Mal angehabt, dann macht es auch keinen Sinn. Sprich, diese Hose ersetzt ganz viele andere Hosen. Spart ganz viel Arbeit, weil man es natürlich viel, man kann es waschen, man soll die Hose auch im Sinne der Pflege halbjährlich einmal waschen mit dem speziellen Lederwaschmittel, das es dazu gibt. Rückfetten mit Lanolinkur im letzten Spülgang in der Weichspülmittelkammer, also auch eine Imprägnierung ist dann da möglich. Das heißt, man spart ganz viele Wäsche, weil wenn ich jetzt überlege, das wissen dann nur Eltern, wie viel Klamotten man so braucht, wie viele Hosen in diesen meinetwegen 3 Jahren, die die mitwächst, oder 4 Jahren oder 5 Jahren, die die mitwächst, oder wenn sie noch verlängert wird, 6 Jahren, die die mitwächst, wie viele Hosen man sonst hätte, erstens anschaffen, wo es ja nicht nur um das Geld geht, sondern man muss auch rausgehen und mal gucken, wo gibt es eine Hose, ja. Zweitens Pflege, ab in die Waschmaschine, trocknen, aufbewahren und so weiter und so fort, und dann gehen die ja auch kaputt, flicken, stopfen und so, das hat man alles gespart. Das heißt, ich sage immer so schön, wenn man diese Hose hat, ist das Thema Hose, ist über Jahre existiert sozusagen nicht mehr. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich irgendeinen Fetisch hier anbieten will, sondern dass ich wirklich ein Kleidungsstück, ein Gebrauchsgegenstand anbiete, der dazu führt, dass man sich nicht mehr mit dem Thema großartig beschäftigen muss und sich den wesentlichen Dingen natürlich auch in Bezug auf Kinderbetreuung auch zuwenden kann. Absolut beeindruckend. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mit Knickerbocker aufgewachsen bin. Das war eine Hose, die ich von meinem älteren Bruder bekommen habe. Und ich glaube, das ist jetzt so die Hose des 21. Jahrhunderts, definitiv. Und ich bin wirklich froh, dass ich dich kennengelernt habe und damit auch gleichzeitig diese Hose. Und ich habe übrigens mitbekommen, dass du richtige Fangemeinde hast. Und wenn ich mit dir rumfahre, dann kennen dich die Leute zum Teil schon. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. 2 Dinge möchte ich erwähnen noch, oder mindestens eine, weil du die Knickerbocker erwähnt hast. Ich selber habe auch so eine, früher sagt man ja, oder in Bayern sagt man auch dazu, Krachlederne gekauft. Ich weiß nicht, warum man Krach sagt, was das bedeutet. Aber egal, jedenfalls habe ich die auch getragen. Und ich habe als Kind die nicht so toll gefunden, weil die so steif waren, weil die so schwer waren, auch im Sommer, weil die so warm waren. Oder wenn wir mal im Wald waren und sind spazieren gegangen und da war eine Pfütze oder irgendwas, dann bin ich vielleicht nass geworden, dann konnte man die Hose danach in die Ecke stellen. Ja, die waren nicht so schmiegsam. Und das ist schon der große Unterschied. Das hier ist wirklich nicht irgendeine rustikale oder avantgardistische oder was auch immer Spezialartikel, sondern das ist wirklich eine Hose für jeden Tag, was ja einfach auch voraussetzt, dass das Leder handschuhweich sein soll. Das Kind soll wirklich sich wohlfühlen und es soll nicht behindert sein. Also das ist der große Unterschied. Ich habe hier wirklich eine Alltagshose. Ne? Und das Zweite, was war das, was du gesagt hast? Die Fangemeinde, genau. Na gut, ich mache das jetzt seit einem Vierteljahrhundert und das sind ja alles Einzelstücke. Ich habe natürlich Schnitte dafür, aber der eine sagt, ich möchte eine Zwischengröße haben, der eine andere sagt, ich möchte erst mal ohne Knieverstärkung. Es gibt Leute, die wollen die dann erst haben, wenn sie merken, jetzt fängt da was an zu verschleißen. Der eine will sie nur mit Hosenträgern, der andere will sie nur mit Gürtel, weil das Kind schon älter ist. Der andere sagt, okay, das Kind ist noch klein, aber während der Tragezeit der Hose wird das Kind doch so groß werden, dass es dann die Hosenträger vielleicht nicht mehr will. Das heißt, der bekommt dann die vorsorgliche Gürtelausstattung und am Tag X, wenn es soweit ist, werden die Hosenträger abgenommen. Also es gibt so viele unterschiedliche Optionen. Es gibt ganz schöne Applikationen auch aus Leder mit irgendwelchen Tieren, Delfin oder Hirsch oder Pferd, was ich auch schon mal aufnähe. Also es ist jeweils immer ein Einzelstück und da habe ich also schon weit über 1000 Hosen gemacht und die hier in Deutschland, die ich verkauft habe, sodass es tatsächlich immer wieder passiert, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, wenn da Leute mit Kindern sind oder auch keine Kinder, die haben sogar selber vielleicht als Kind die Hose gehabt, so lange gibt es die Hose ja schließlich schon, dass ich denen tatsächlich immer wieder begegne und das ist für mich dann auch mal eine ganz, ganz große Freude. Toll, ich bin beeindruckt, ich möchte mich bedanken. Ach so, ich mache die Hosen auch für Erwachsene, die sind dann zwar nicht mitwachsen in dem Sinne, aber nur so als Ergänzung. Der Kunde schickt mir eine Musterhose zu, die nehme ich als Abbild, kopiere den Schnitt und nähe aus diesem wunderbaren Material auch den großen Kindern eine Hose, wenn gewünscht. Okay. Sollen wir den Preis nachher unten drunter schreiben? Oder würde ich sagen, weil das hängt ja von der Größe, von der Ausstattung ab. Es gibt dann auch einen Link zu meiner Internetseite. Was ganz wichtig ist,
möchte ich nochmal sagen, dass es sich ja hier um einen Online-Versand handelt. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben bei der Dokumentation, vor allen Dingen auch, wenn es darum geht, die richtige Einstiegsgröße zu finden. Denn diese Hose ist natürlich nicht so billig, kostet nicht so wenig Geld. Und da geht es darum wirklich, dass man rausfindet, genau die richtige Größe, in die das Kind erstmals reinsteigt, damit die so lange wie möglich getragen werden kann. Dann misst man das Maß von der Taille bis zum Knöchel. Da ist eine wunderbare Tabelle. Und da kann der Kunde selber nachgucken, aha, so und so viel Zentimeter, seitliche Beinlänge, 46 Zentimeter, entspricht Größe 2. Das heißt, er kann blind diese Größe bestellen, vorausgesetzt, er hat wirklich richtig gemessen und er hat nicht von der Hüfte, sondern von der Taille. Ist alles gut aufbereitet auf der Internetseite und dann kann er die Hose blind bestellen, ohne dass er jemals gesehen hat. Und das ist nicht der Fall, wenn man irgendwo ein Geschäft geht. Da steht auf dem Schild drauf, Größe so und so viel, aber der eine schneidet die kleine, der andere schneidet die größer zu. Bei mir hat man das exakte Maß und dann kriegt das Kind die Hose zweimal gekrempelt, Gummibund zusammengezogen, Gürtel zusammengezogen in der unteren Etage und dann ist völlig klar, jahrelang Thema Hose erledigt. In diesem Sinne eine Maßhose fürs kleine Leben. Ich bedanke mich, Gerd. Ich bedanke mich. Mach's gut. Ciao. Du auch. Tschüss. Tschüss.